und schön, dass du dabei bist. Heute erstellen wir eine einfache Ladevorgang-Animation in After Effects. Dazu erstellen wir uns erstmal eine neue Komposition, nennen sie noch um, mit den Standardeinstellungen. Dann greifen wir uns das Zeichenstiftwerkzeug, wählen hier ohne Fläche aus und eine Kontur von 20 Pixeln. Die Farbe könnt ihr beliebig wählen. Fürs Zeichnen zur Hilfe schalten wir den sichtbaren Titelbereich ein und malen jetzt einen Strich. Mit gehaltener Shift-Taste können wir ihn gerade ziehen. Diesen richte ich noch mittig aus. Dann können wir hier unten unsere Formebene öffnen und unter Inhalt und Form finden wir die Kontur. Da möchte ich das Linienende jetzt noch abgerundet haben. Dann markieren wir hier die Form, gehen unter Hinzufügen, suchen uns den Verstärker, öffnen diesen und wählen die Anzahl der Kopien auf den Wert 20. Jetzt haben sich hier 20 Kopien von diesem Strich erstellt. Um die jetzt in eine Kreisform zu bekommen, müssen wir unter Transformieren die Position auf 0 setzen. Und für die Drehung gibt es jetzt einen Trick. Und zwar ein Kreis hat er 360 Grad und diesen können wir jetzt durch unsere 20 Striche teilen. Dann teilt sich dieser eben schön auf. Dann können wir unsere Formebene schließen, erstellen uns eine Farbfläche. Farbe ist egal. Und auf diese Farbfläche wollen wir den Farbgradienten anwenden. Das ist der Effekt Verlauf. Ziehen ihn auf unsere Farbfläche. Hier möchte ich noch meinen Verlaufsanfang und Verlaufsende anpassen in den Effekteinstellungen. Den Verlaufsanfang möchte ich in die rechte Mitte setzen und das Verlaufsende in die linke Mitte. Ich kann hier natürlich die Werte genauer eingeben. Zwar 1920 mal 1080 ist eben die komplette Fläche. Wähle ich hier einmal den Wert 1920 und für die Y-Achse 540. Und für das Verlaufsende eben den X-Wert 0 und den Y-Wert 540. Dann suche ich mir den Effekt Polarkoordinaten, ziehe ich wieder auf meine Farbfläche, setze jetzt die Umwandlungsart von rechteckig auf Polar, sehen wir gleich wieso. Wir können jetzt eben die Interpolation hochschrauben auf 100%, dann entsteht eben diese Kreisform. Um jetzt den Gradientenverlauf uns anzeigen zu lassen, und zwar über unsere Formebene, müssen wir eine Maske erstellen. Unter bewegte Masken finden wir die Maskenoption. Falls die bei euch nicht angezeigt wird, könnt ihr einfach mal die Taste F4 drücken. Dann wird sie euch angezeigt. Diese muss ich jetzt auf die Luma-Maske stellen. Jetzt sehen wir hier eben den Gradientenverlauf. Um den jetzt zu animieren, muss ich die Rotation der Farbfläche aktivieren. Einmal die Taste R für die Drehung und die kann ich jetzt mir hier eben anzeigen lassen. Das möchte ich mir jetzt automatisch drehen lassen. Dazu gebe ich eine Expression ein. Das kann ich tun, indem ich einmal die Alt-Taste gedrückt halte und auf die Stoppuhr klicke. Dann öffnet sich dieses Fenster. Können wir Folgendes eingeben, und zwar Value plus Time mal den Wert 500, uns das einmal anzeigen lassen. Um jetzt noch die Farbe des Ladevorgangs zu ändern, kann ich meine Ebene nehmen, markieren und in eine Unterkomposition packen. Und dann auf diese Unterkomposition eine Farbkorrektur anwenden, und zwar den Effekt Färbung. Den ziehe ich auf meine Unterkomposition und hier kann ich eben die Farbe Weiß auf eine beliebige Farbe abbilden. Ich wähle jetzt hier mal einen Orangenton aus, könnt ihr natürlich beliebig anpassen.